大名の一存は国を火の海へと変えた。それから故郷の村を離れ一月道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を患った。行く先々で見る光景が戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを請うばかり。ただ願うはあの伝説の平民の持ちたる国でまた家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく無事にたどり着くことを祈ろう。Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu Sengoku Dynasty. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Irgendwie hatte ich das schlechter in Erwartung. Einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und ihr feiert ja schon Mad Eagle. Darum dachte ich mir, machen wir mal Sengoku. Ist ja fast dasselbe, hoffe ich. Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Auf jeden Fall sieht's okay aus von der Grafik her. Allerdings gefällt mir... Alter, was ist das denn für eine Kamera? Shaking. Naja, aber irgendwie gefällt mir Dings Mad Eagle ein bisschen besser. Naja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem ersten Teil und damit let's go. Finde andere Überlebende. Okay. Dann machen wir das doch mal. Haben wir eine Map? Ja, haben wir. Oh, die sieht aber hübsch aus. Die ist aber sehr hübsch. Okay. Bin gespannt. Aufenthaltsort von Tieren entdeckt, Hasen. Ah ja, das ist so ein bisschen so wie Mad Eagle. Ah, guck mal. Rechte Maustaste kann ich diese Sachen herstellen. Und auch wenn ich Q drücke. Also wie ein Mad Eagle, schön. Schnelltastenmenü, ah, okay. Schön. Oh, okay. Jetzt habe ich einen Stein gesammelt. Ja, ja. Wer liest denn schon die Betriebsanleitung? Also so ein bisschen komische Steuerung ist das bisher. Sprich mit Akku. Wer ist Akku? Ah, hierfür muss ich gedrückt halten, um das Gras zu sammeln. So, wir sprechen mal mit Akku. Ist auf jeden Fall noch ein Überlebender. Gibt's hier was zu looten? Holzfackel? Bambusflasche? Preiselbeeren. Lol. Ich loote ihm alles weg. Kann ich das Paddel auch looten? Nee. Du bist es, Akku. Du lebst. Ja, ich, als das Schiff unterging... oh Götter, halt still, du bist verletzt. Ach, Akku ist eine Frau, okay. Es geht schon. Es ist nur, mir ist so kalt. Bleib hier, ich finde einen Weg, dir zu helfen. Ein Lagerfeuer für den Anfang, dann vielleicht ein Zelt, das dich vor dem Wind schützt. Dafür werde ich Werkzeug brauchen. Ich bin sofort wieder zurück. Sammel 3 Steine. Habe ich das nicht eben schon gemacht? Sammel erstmal Stöcke.
Also diese, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Gefällt mir nicht so. Aber müssen wir jetzt durch. Stell eine Axt her. So, Axt, Steinaxt. Sehr gut. Fälle einen Baum und sammle einen Holzstamm auf. Kein Problem. Japanische Rotkiefer, Nadelbaum, okay. Okay, okay, okay. Ach, das ist wie in Mad Eagle. Schön. Ich erkenne Parallelen. Stelle per Hand einen Hammer her. Einen Hammer. Dafür brauchen wir noch Stöcke. Okay. Wir sind ja genug. Hat ein Tier gehört? Oh, da vorne ist ein Hirsch. Okay. Ein Holzhammer. So. Benutze einen Hammer, um ein Lagerfeuer zu errichten. So, wartet mal, wir müssen jetzt den Hammer in unser Rad reinziehen. Okay. Wie machen wir das? Ah ja, Hammer und dann Rechtsklick. Dekorationsgegenstände, Einrichtung, Gebäude, Dorfbauwerke, einfache Bauwerke, Lagerfeuer. Ah ja, da unten ist die Prozentzahl. Sehr schön. Nicht genügend Material. Was brauchen wir denn noch dafür? Ach da, Stock. Da stand's. Stock brauchen wir. Okay. So, jetzt haben wir ein Lagerfeuer. Benutze den Hammer, um ein Zelt zu bauen. Einfache Bauwerke. Verteidigungsanlagen. Geil. Lagerfeuer mit Kochtopf. Zelt. So, da brauche ich natürlich auch wieder Stöcke. Und Gras. Das habe ich natürlich auch schon gesammelt. Schön. So, jetzt hat sie ein Feuer und ein Zelt. Jetzt sprechen wir mal mit ihr. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, danke, es wird schon werden. Ich habe hier ein paar frische Fische, die brate ich uns jetzt. Top. Aber wie soll es weitergehen? Auf dem Schiff hatten wir Vorräte. Hier haben wir gar nichts. Wann ziehen wir weiter? Wir ziehen nicht weiter, wir können nicht unser ganzes Leben lang weglaufen. Wir ziehen nicht weiter? Okay, schau dich um. Das Land hier ist fruchtbar, die Bäume sind hoch und das Wasser klar. Und ich habe bisher noch keine Soldaten gesehen, die all das dem einfachen Volk vorenthalten könnten. Ich habe immer an die Legende vom Königreich der Bauern geglaubt und ich werde jetzt nicht damit aufhören. Vielleicht hast du recht, aber wo fangen wir an? Ist das dort drüben überhaupt noch ein Dorf? Oder sind das nur Ruinen? Dynastielegende. Du hast deine Dynastielegendenstufe erhöht. Sie misst das Ansehen deiner Dynastie im Natar. Tal. Du erhöhst sie, indem du wichtige Quests abschließt oder Spezialprojekte veränderst, auf die du in der Welt stoßen kannst. Die Dynastielegendenstufe bestimmt, wie viele Dorfbewohner du aufnehmen kannst. Es gibt außerdem diverse Technologien und Schemata, die mit höheren Stufen freigeschaltet werden. Das macht sie essentiell für deinen Fortschritt. Okay, gehe zum nächsten Dorf. Kann ich hier noch was looten? Gibt es hier noch was für mich? Eimer. Also ein Eimer ist immer was Schönes. Schön Eimer. Okay, ich soll zum nächsten Dorf gehen. Sehe ich das auf der Map? Was ist das hier? Ein Dorf?
Ah ja, wir gucken erstmal weiter. Vorne ist jemand. Der geht aber ganz schön hakelig. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich weit weg bin. Ah! Das ist ein Dorf. Okay. Wir sprechen erstmal mit ihm. Fischer, ansprechen. Was willst du von mir? Ist das hier das Königreich der Bauern? Aha, nennen sie uns wirklich so? Also ist es das nicht? Doch, auf jeden Fall. Mir gefällt, wie das klingt. Königreich der Bauern. Und ich bin der Meinung, das haben wir auch verdient. Ich habe zumindest noch von keiner anderen Provinz gehört, der es gelungen ist, ihre Fürsten loszuwerden. Mhm. Kann ich dir was klauen? Kapau mit der Spitzhacke. Nee. Kann dem wirklich was klauen? Und es hat keine Konsequenzen? Das ist interessant. Also es sieht aber auch schon... Es sieht wirklich schön aus. Einfach mal so ein Kultur- und Location-Wechsel finde ich ganz attraktiv. Bitte um Hilfe. Plünderer. Meine Freundin und ich wären bei dem Schiffsunglück beinahe ums Leben gekommen. Du musst uns helfen, uns hier niederzulassen. Ah, richtig, ihr wart das. Ich habe gesehen, wie du dich um deine Freundin gekümmert hast. Sehr rührend, wirklich. Vielleicht habe ich dich auf den ersten Blick falsch eingeschätzt. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch hier willkommen heißen. Aber das tut es nicht. Neuzugänge müssen sich der Erlaubnis des Dorfrates einholen. Es gibt wirklich einen Rat, der für diese Ruine hier zuständig ist? Natürlich nicht. Aber formell gibt es das Dorf noch. Das nehme ich an. Aber weißt du was? Du könntest da auf etwas gestoßen sein. Das Dorf gibt es formell gesehen noch. Aber keinen Rat, der uns abweisen könnte. Ich meine, es ist ein schmaler Grat, aber ich glaube nicht, dass es dem Rest des Tals schaden würde. Der Tempelvorsteher könnte etwas dagegen haben, aber weißt du, der Plan ist so unerhört, er könnte funktionieren. Gut, womit fange ich an? Nun, der Glockenturm liegt in Trümmern und er ist das Herz des Dorfes. Ohne ihn ist es nichts weiter als ein verbranntes Stück Land. Kann ich ihn wieder aufbauen? Das könnte schwierig werden, aber dein Glück ist, dass ich die alte Glocke in den Ruinen gefunden habe. Ich hatte eigentlich vor, sie zu verkaufen, aber sie ist zu schwer, um sie weit zu tragen. Ich würde sie dir überlassen, aber zuerst muss ich sicher sein, dass du diese Arbeit auch wirklich bewältigen kannst. Der Glockenturm sollte etwas hermachen, also wirst du eine vernünftige Drechsel bauen. Eine Dechsel. Um saubere Bretter schneiden zu können. Okay. Einbeerstrauch. Moment. Einbeere erhalten. Aha. Stelle per Hand eine Dechse her. So. Wir gucken mal ganz kurz, wo könnte ich das herstellen? Einrichtung. Produktionsstätten einrichten. Dorfbauwerke, Glockenturm. Schuppen, Holzkohlemeiler. Es ist gar nicht so einfach, hier was zu finden, ne? Ich weiß nicht, wo ich das herstellen soll. Ich habe jetzt alles durchgeguckt. Steindechsel. Ach, hier. Ein Werkzeug zum Entrinden von Holzstämmen. Ach so, das ist so ein kleines Teil. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Teil, was ich mit dem Hammer bauen muss oder so. Nö. Beschaffe 20 Bretter aus Holzstämmen. Und wie mache ich das? Also, ich versuche jetzt mal das, was ich mir denke, wie es sein könnte. Ich fäll jetzt einfach hier mal einen Baum. So. Dann machen wir daraus mal Baumstämme.
Und jetzt nehme ich dieses Ding und hau da drauf. Oh, okay. Da kriege ich jetzt Bretter draus. Interessant. Da habe ich 12 Bretter. Warte mal, kann ich die irgendwie droppen, die fallen lassen? Fallen lassen? So, jetzt habe ich 20 Bretter. Bitte Toshishi um die Glocke. Okay. Du bist das. Ich habe alle Materialien für den Glockenturm beisammen. Lass mal sehen. Diese Bretter sind etwas grob, aber ich nehme an, mehr kann man von so einfachen Werkzeugen nicht erwarten. Hier, nimm die Glocke, lass sie wieder läuten. Hier. Errichte einen Glockenturm. Also, ich nehme den Hammer. Und jetzt war das unter Gebäuden? Nee. Zurück, zurück, zurück. Dorfbauwerke. Hier, Glockenturm. Also ich brauche auf jeden Fall noch Baumstämme. Ist ein bisschen schade, dass das noch so blau aussieht, obwohl ich da jetzt eigentlich schon 80% reingesteckt habe an Materialien. Also generell ist das Game einfach nicht auf dem Stand, auf dem Medieval ist, ne? Aber das dachte ich mir schon fast. Okay. Neues Dorf wurde gegründet. Aha, aha. Sprich mit Toshishi. Ich dachte, ich kann mein Dorf irgendwo hinsetzen, aber jetzt habe ich das hier, oder was? Der Glockenturm steht wieder. Gut gemacht. Bald wird die Glocke wieder läuten, ganz wie in alten Tagen. Es wird Zeit, ein Haus zu bauen. Nach all dieser Zeit auf der Flucht, nachdem ich zusehen musste, wie mein altes Haus von Kriegern des Fürsten niedergebrannt wurde, ich beginne, mich zu fragen, wie es sich wohl anfühlen wird. Dein Haus niedergebrannt? Das kann ich nachfühlen. Ich habe Erinnerungen genau wie diese und hing ihnen viel zu lange nach. Etwas Neues aufzubauen ist wichtiger, als sich am Alten festzuklammern. Wenn du Materialien brauchst, kannst du auch die Ruinen hier auseinandernehmen. Das würde ich tun. Kann ich mit der Axt abreißen? Okay. Baue ein kleines Haus. Ich werde hier erstmal ein bisschen was abreißen, oder? Okay, bauen wir mal ein Haus. Gebäude. Wohngebäude. Kleines Haus. So, hier will ich es hinhaben. Und Holzstamm. Holzfundament. Ja, 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 okay, okay. Ich brauche sehr, sehr viel mehr Holzstämme. Meine Axt ist fast kaputt. Das heißt, ich muss demnächst auch wieder eine neue Axt bauen. Jetzt sozusagen. Habe ich auch Gewicht? Nee, es gibt kein Gewichtssystem. Es gibt nur eine Lager, also eine Inventarbegrenzung. Mutiger Schritt. Finde ich ein bisschen schade. Es ist dann doch mehr wie Primitive Builder, ne? Mir sind die irgendwie die Wände ja auch viel zu glatt. Also dafür, dass ich jetzt hier Bäume gefällt habe, um die gleich zu verarbeiten, sind die Wände ganz schön nice, sag ich mal. Auch ein paar Bretter. So, und jetzt noch das Dach. Das Dach bauen wir Steine, aha. Interessant. So, man baut das ganze Dach auf einmal. Okay. Auch interessant. Wird langsam dunkel.
Ach so, deshalb braucht man Steine, weil, da, weil man die so als Beschwerung drauflegt. Baue die notwendige Einrichtung für dein Haus. Ach so, okay. Oh, das ist interessant. Kriege ich dann aus... Wie kriege ich dann Stroh? Warte, da hinten habe ich was gesehen. Hab da was gesehen. Top. So. Jetzt müssen wir noch einen Baum fällen, weil wir brauchen Brennholz. So. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Ressourcen. Auch definitiv mehr Steine. Und ich habe gerade meinen Hammer zerstört. Vielleicht macht es Sinn, wirklich mal eine Spitzhacke herzustellen. Da brauche ich auch Steine für. Lol. Natürlich. Okay. Die Rohri-Herd. Aha. Das können wir alles kochen. Interessant. Gebratenes Fleisch. Mach ich mal. Jetzt sollen wir wieder mit ihm sprechen hier. Also es kommt mir so ein bisschen vor, als ob das Game hier tatsächlich so ist wie Tribe Primitive Builder. Ich habe ein Haus gebaut. So schnell, das beeindruckt. Mein Glückwunsch. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, zu expandieren. Du könntest eine Sammler- und Holzfällerhütte bauen. Ich kann dir zeigen, wie. Aber alles in allem, Zeit, sich niederzulassen. Was? Nein, das ist nur der Anfang. Ich will ein Zuhause, aber für alle. Alle? Warte, das geht vielleicht... Achso, meine Familie, Freunde, Nachbarn. Alle aus der alten Heimat. Andere Vertriebene wie ich. Warte, das geht vielleicht etwas zu weit. Die Leute hier haben Angst und sind misstrauisch. Eine ganze Schar von Landstreichern werden sie hier nie akzeptieren. Ich habe dich überzeugt. Denkst du nicht, ich kann auch sie überzeugen? Mit anderen wird es nicht so einfach. Wenn ich du wäre, würde ich es langsam angehen lassen und nicht jeden gleich mit deiner kleinen Vision überfallen. Die Leute hier müssen dich erst kennenlernen und der beste Weg, sich vorzustellen, ist es, Hilfe anzubieten. Akku ist die Erste, der ich helfen muss. Ich kann ihr endlich ein Zuhause bieten. Aber erzähle mir mehr. Mit wem sollte ich sprechen? Mir fallen drei Leute ein, mit denen du sprechen solltest. Ein Krieger, eine Priesterin und ein Unreiner. Was ist denn ein Unreiner? Erzähle mir etwas über den Krieger. Ken Gyo, der Krieger, er ist etwas, naja, er hält sich für den Beschützer der Leute hier. Er gibt sich wie ein Krieger, aber er ist einer von... Er gibt sich wie ein Krieger, aber er ist von keiner bedeutenden Abstammung. Er ist eher einer von uns. Geachtet von den einen, gehasst von den anderen. Erzähl mir etwas über den Unreinen. Matsumaru ist ein stolzer Äther, ein Unreiner aus Segi. Wie alle Unreinen lebt er zwischen den irdischen und der göttlichen Welt. Er kümmert sich um all die Dinge, die als geistig verunreinigt gelten. Das Begraben der Toten oder das Entsorgen von Tierkadavern. Nur jene, die den Geistern nahe sind, können solche Aufgaben übernehmen. Und ich glaube, im Moment trägt er eine besonders schwere Last auf den Schultern. Die Priesterin. Chiyoma ist unsere Miko. Eine Priesterin, die sich um die Schreine hier kümmert. Sie ist eine sanftmütige Frau, sorgt sich, dass die Kami, die göttlichen Geister, sich von uns abgewandt haben könnten. Oder eigentlich, dass wir uns von ihnen abgewandt haben. Unterhalte dich mit ihr, vielleicht kannst du sie trösten.
Okay. Ja. So, Leute, ich habe jetzt erstmal mein eigenes kleines Häuschen hier gebaut. Okay, okay, hier kann man noch krass viel verändern. Schön, schön, schön. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit der ersten Folge. Sengoku Dynasty. Ist okay, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Game so fandet. Ansonsten wäre ein Abo noch nicht schlecht und ein Like unter das Video. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Sengoku Dynasty. Ich denke, ich mache eine nächste Folge, ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.